Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ja, wir sind mit einer Testkammer fertig. Und müssen zur nächsten. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Und ich wette 5 Euro, dass das eine Lüge ist. Und nein, ich wette nicht mit euch. Ansonsten bin ich bald arm. Sollte das irgendwie falsch sein. Ja, das haben wir das letzte Mal ja quasi mitbekommen, dass Ich kann hinkommen. Wir haben das letzte Mal quasi erfahren, dass von ihr erfahren, dass unsere Eltern gewissermaßen auch Testobjekte waren. Wie kommen wir denn da durch? Wie soll man denn da durchkommen? Wenn man hier draufsteht, dann geht das Ding an. Tschüss. Gerne. So. Also, als allererstes nehmen wir das Ding hier mal mit. So. Und dann... Dann, was machen wir dann? So. Gut. Das war... Oh, ist das schief. Oh. Ich krieg einen Tinnitus. Okay. Wo sind meine Eltern? Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ich will dich abmachen. So, diesmal sind keine Drohnen dabei, das finde ich gut. So, das ging jetzt aber irgendwie flott. Nur mal so als kleine Frage. Wie sollen wir da rüberkommen? Also jetzt so, ja. Ne? Jetzt ganz kleine Frage. Ist ja nicht wirklich wichtig oder so.
müssen da rüber. Wie soll man denn da rüber? Ah, Moment. I have an idea. So. Huch, wo sind wir denn gelandet? Seltsam. So, und da sind wir wieder in dem Fluchtweg. Wie das letzte Mal auch. Was ist das denn hier? Lauter Tassen. Sehr viele Tassen. The bell invites, hear the tarot, for it is knell. Let summons to heaven or to hell. Okay. Also wir können hier wieder alles aufheben von den Gegenständen und so. Was uns jetzt, nehme ich einfach mal an, nichts bringen wird. Aber es ist irgendwie doch interessant. This thing likes seeing only not with my eyes. Also wir kommen da ja nicht weiter, deswegen gehen wir mal hier lang. Aber hier sieht es auch nicht vielversprechend aus. Kommen wir oben echt nirgendwo weiter? Ah. Lol. Naja gut, wie dem auch sei, wir kommen hier anscheinend nicht weiter. Dann gehen wir mal zurück und gucken, ob wir nicht hier irgendwie doch noch lang kommen. Ach komm schon, ey, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wie kommen wir denn darüber? Warum habe ich mich eigentlich gerade geduckt? Das ist ja hier gar nicht Minecraft. Man kann sich hier ja nicht festhalten. Wie kommen wir denn da weiter? Bin ich bescheuert? Also ich habe gerade echt einen Hänger. Es tut mir leid. Wahrscheinlich ist das so offensichtlich und ich sehe es einfach nicht. So, Moment. Ja, das habe ich geschnallt. Oder kann man hier hinten noch irgendwie was... Oh. Sollen wir es riskieren, einfach mal darunter zu springen, wenn es geht? Komm. Nee, natürlich, der Spalt ist zu eng. Schade. Thank you.
Warum kann ich es nicht da oben setzen? Finde ich jetzt unfair. Ach man. Kommt schon. Oder wir machen es anders. Vielleicht kommt man da ja rein. Nein! Ach man. Komm schon. Also man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Ach, schade. Leute, ich habe keine Ideen mehr. Also was mir jetzt spontan noch einfallen würde, ist... Aber dann ist es oben natürlich zu, ne? So, mal einen Moment. Was passiert, wenn das Laserteil aus ist? Ach so, dann fährt die Plattform runter. Ja, nee, ist klar. Okay, ja, kein Wunder, dass ich rumirre wie der letzte Depp. Gut. Dann ist es, denke ich, relativ offensichtlich. So, liegt das perfekt? Ja, fast. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Nee, ich glaube nur einfach, dass es die Überraschung nicht gibt oder zumindest, dass wir sie nicht mehr lebend treffen. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach nur noch ihre Leichen sehen werden. Wenn überhaupt. Denn, wie gesagt, es sind viel zu viele Jahre vergangen, als dass man in diesen Testkammern so viele Jahre überleben könnte. Naja, das war's für diesen Part. Es tut mir leid, dass es ein wenig lang geworden ist in dem einen Level, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Beziehungsweise ich habe zu schnell wahrscheinlich den Laser ausgemacht und gedacht, es muss so sein. Aber naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.